270 Milliarden. Ja, ja. Der nächstgrößere am Markt liegt bei 100 Milliarden. Mhm. Okay. Ja, das ist sehr, sehr individuell und wird nie langweilig. Also ich habe zwar mein Aktiendepot auf dem Handy, aber ich gucke nicht rein, bevor ich dann Pipi machen gehe oder so. Okay, genau. Weil man möchte ja auch eine Rente haben. Man möchte ja nicht nur einzahlen, sondern macht den Spaß ja, um hinterher eine Rente zu bekommen. Absolut, ja? Ganz genau. Das ist schon ein gutes Stichwort, finde ich, an der Stelle. Was würden Sie jungen Menschen oder den Menschen allgemein, unseren Zuschauern allgemein, für Tipps mit auf den Weg geben oder für Impulse geben? Worauf sollten die achten, wenn die sich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, wenn die dort ihre Altersvorsorge regeln möchten? Also bei der Wahl der Versicherungsgesellschaft, würde ich mal sagen, ist es ähnlich wie bei der Wahl eines Lebenspartners. Okay. Generell gucke ich ja nach einem Partner, mit dem ich bis an mein Lebensende, wie Sie eben schon gesagt haben, eine Beziehung eingehe. Ja. Ja? Und wenn ich jemanden oder wenn jemand einen Partner sucht, dann wird er zunächst einmal ja seine Wahl so treffen, dass das nicht jemand ist, der irgendwie hohlwangig aus der Wäsche guckt, sondern der einen starken und gesunden Eindruck macht. Okay. Ja? Das ist also, um da wieder den Bogen zu schlagen, Kapitalstärke ist ein Punkt, auf den ich achten soll. Und ich denke, 270 Milliarden im Sicherungsvermögen, das ist schon, um das mal so salopp zu sagen, das ist schon ein Brett. Schon, ne? 270 Milliarden ist eine Menge. Okay. Dann muss ich darauf achten, dass also Kapitalstärke. Kapitalstärke, okay. Genau. Dann muss ich darauf achten, oder sollte ich darauf achten, dass mein Partner, ja, nicht das Geld zum Fenster rauswirft, sondern Kosten im Auge behält. Okay. Auch an der Stelle kann man sagen, mit 0,9% Verwaltungskostenquote achtet die Allianz schon stark auf die Kosten. Okay. Ja? Dann muss ich darauf achten, dass jemand Reserven bildet. Ja, also jemand sollte Rücklagen bilden, um für schlechte Zeiten vorsorgen zu können. Haben wir gerade ein bisschen drüber gesprochen schon, was kann da so alles passieren? Genau. Okay. Dafür gewappnet zu sein. Richtig, dafür gewappnet das Rüstzeug zu haben. Okay. Und wenn ich dann noch mal ein Beispiel einfach bringe, ich spreche mal sehr gerne in Bildern. Die Allianz ist ja weiblich. Ah, okay. Spannend, ja? Ja. Bringen wir mal das Beispiel, wenn die Allianz ein paar Schuhe kaufen würde. Ja. Bei einem weiblichen Wesen ist das naheliegend. Dann würde sie nicht nur darauf achten, dass bei dieser Investition in die neuen Schuhe dieser Schuh nicht nur gut aussieht, sondern dass der auch auf langen Wegen nicht drückt, keine Blasen bildet. Ja. Das heißt, ich muss wirklich damit lange gehen können. Und was noch ganz wichtig ist, sollte die Straße mal holprig werden, dann muss ich auf diesen Schuhen einen guten Stand haben. Ich darf nicht ins Wackeln oder ins Schwanken kommen. Mhm. Ja? Also ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja, stimmt. Ja? Also für das Thema Anlage, Kapitalanlage, richtig. Kriterien, Langfristigkeit, genau. Stabilität, Streuung. Genau. Mhm. Okay. Ein weiterer Punkt, der mir ganz häufig gestellt wird, oder eine Frage, die mir häufig gestellt wird von Mandanten, ein großes Thema mittlerweile, Nachhaltigkeit. Ja. Was können wir dazu erzählen, beziehungsweise wie geht die Allianz damit um? Mhm. Wie sieht es da aus beim Thema Nachhaltigkeit? Die Allianz hat für ihre Kapitalanlagen bestimmte Richtlinien sich selbst auferlegt. Okay. Themen wie ökologische Selbstverpflichtung, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung. Und das ist etwas, diese Richtlinien müssen bei den Kapitalanlagen auch eingehalten werden. Ja. Was gibt es da für ein Beispiel, vielleicht aus dem Alltag bei Ihnen oder ja, was ein bisschen greifbar ist? Na, also soziale Verantwortung, Patenschaften für SOS-Kinderdörfer zum Beispiel. Okay. Ja? Was ganz wichtig ist, dass wir sukzessive den Ausstieg aus kohlebasierten Geschäftsmodellen anstreben. Mhm. Und ein recht nahes Ziel eigentlich, dass die Allianz bis 2023 die Energie für ihre Betriebsstätten hier in Deutschland aus erneuerbarer Energie beziehen möchte. Okay, das ist ja quasi schon morgen, das ist
Das ist ziemlich schnell. Ja, okay. Genau. Also das Thema Nachhaltigkeit findet sich sowohl im Deckungsstock als auch natürlich in den Fonds, die Sie für unsere fondsbasierten Konzepte auswählen können, dass wir auch da noch weitere Nachhaltigkeitsfonds mit reingewählt haben, sodass sie sich eine durch und durch nachhaltige Kapitalanlage für ihre Altersvorsorge zusammenstellen können. Ja, okay. Wenn Sie jetzt abschließend unseren Zuschauern drei ganz konkrete Tipps mit auf den Weg geben würden, welche drei Punkte sollten die Menschen beachten auf dem Weg für eine Entscheidung für eine Altersvorsorge? Also zunächst einmal bei der Altersvorsorge, da haben wir vorhin schon so schön drüber gesprochen, einen finanzstarken, solventen Partner sich zu suchen. Mhm. Also wirklich eine starke Versicherungsgesellschaft wählen. Dann, wie schon gesagt, auch nicht alle Eier in einen Korb. Mhm. Also nicht nur in die Altersvorsorge investieren, sondern auch etwas nehmen, was flexibel handelbar ist an der Seite. Und was mir noch sehr am Herzen liegt und was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Einkommensvorsorge. Das heißt, absichern meiner Altersvorsorge, wenn mir mal etwas passiert. Okay. Ja? Denn wenn der Worst Case eintritt und ich werde vielleicht berufsunfähig, was ja jedem Vierten hier in Deutschland passiert, das sind wir uns gar nicht so bewusst, dann darf mein Sparziel, was ich mir fürs Alter gesetzt habe, nicht gefährdet sein. Mhm. Ja? Also Absicherung bei BU ist das A und O. Okay. Ja, das ist der wichtigste Punkt. Also diese drei Punkte, starker Partner, nicht alle Eier in einen Korb, also auch was ich als Kleinanleger mache, streuen und sichern meiner Altersvorsorge durch Einkommensvorsorge, durch Berufsunfähigkeitsrente. Okay. Das war's. Super, Frau Deutschmann. Ganz lieben Dank. Ich habe zu danken. Und viel Erfolg bei Ihrem Gespräch jetzt. Ja, danke schön und vielen Dank fürs Mitnehmen. Gerne. Machen Sie es gut. Ciao. Ciao.